Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und damit begrüße ich wie immer meinen Co-Moderator Tom Ade. Hallo Arti. Und wir schauen heute Die Macht der Vorurteile, heißt das, glaube ich, von Dreisat, richtig? Ja, also den genauen Titel weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, weil ich sehe bei dir jetzt schon das Titelbild. Ja, Ja, aber das ist wohl irgend so eine Dreisat-Doku, Deko. eine Deko, eine Dreisat-Doku, die sich mit dem Thema Rassismus in Deutschland beschäftigt. Und das ist doch ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Deswegen wollten wir Ist mal wieder diesen Stream schauen, diese Doku. äußerst kulturschaffend, ja. Wollen wir vielleicht gleich über den Satz nochmal gehen, den du da gelesen hattest, wie die Doku beschrieben ist? Ja, den können wir jetzt halt leider schlecht sehen. Das wäre so. Ah, ich denke, der kommt auch noch mal hier, oder? Naja, aber du kannst doch einfach jetzt den Vollbildmodus kurz verlassen. Ich meine, Na naja, gut, scheißegal. okay, ja, okay, dann machen wir das so. Genau, So, ich meine, das sehen hier. halt jetzt die Zuschauer hier. Genau. Die Ich Macht der lese mal vor. Vorurteile schauen wir. Lest du bitte, ja. Menschen jeglicher Hautfarbe und Herkunft sind im Erbgut zu mehr als 99,9% gleich. Dennoch ist Rassismus im vermeintlich aufgeklärten Deutschland tief verwurzelt. Ja, die 99,9%, das soll natürlich so ein bisschen schon die Richtung zeigen, ne? Wir sind alle gleich. Wo ist eigentlich das Problem? Ja. Ja, ich hatte es ja schon angesprochen, wir sind mit den Affen auch zu 99% gleich. Und wir haben es auch nochmal nachgeschlagen, mit einer Banane sind wir zu 50% gleich. Also es geht nicht zwingend um die Gleichheit, sondern eben um die Unterschiede, die uns dann ausmachen. Zu wie viel Prozent ist der Mensch im Erbgut mit einer Banane gleich? Ja, so 50 oder sogar 95? 50 zu 55, irgendwie so in dem Dreh. Also, Krass. ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Du hast die Evolution von irgend so einem scheiß Einzeller und irgendwann haben sich ja mal pflanzliche Lebewesen, sage ich mal im weitesten Sinne, und die tierischen Lebewesen Ja. aufgespaltet. Und diese Verzweigung seitdem zu jetzt und trotzdem 50% identisch, ne? Das ist krass. Also, das hätte ich nie gedacht, dass der Mensch 50% Ähnlichkeit mit einer fucking Banane hat. Also, ich habe ja 100% Ähnlichkeit mit einer Tomate, aber. Ja. Und du mit einer Artischocke, aber mit Ja. einer Banane? Nein, nein, das sind doch Ja. diese anderen Früchte Ja. aus dem Süden. Nein, Also wir nein. haben mit zu 105% Ähnlichkeit mit einer Avocado, aber Ja, wir der Sorte Hass. speziell, Aber ja, also ich denke, die werden ja sehr viel drauf rumreiten, auf diesen 99,99%. Ich das ist krass. denke, und wiederum denke ich nicht, dass diese Unterschiede, die diese 0,001% halt eben hervorbringen, groß herausgestellt werden. Ne? Also da fällt ja sowas schon wie Laktoseintoleranz. Ne? Das ist ein Gen, was da Ja, anders gepolt ist, natürlich. ne? Was dafür sorgt, dass du Milch trinken kannst oder an der Milch fast verreckst. Ja? Oder auch sowas wie unterschiedliche Körpertypen würde mich jetzt auch hier interessieren in der Doku. Zum Beispiel ist es ja so, die ganzen extrem guten Läufer bei Olympia, die sind ja nun mal fast alle schwarz. Und das liegt daran, habe ich mal gelesen, dass die schwarzen Menschen eher einen langgestreckteren Körperbau haben. Und die haben irgendwie. Die sind in der Mitte gedehnter, weißt du, in ihrer Körpermitte und wären deswegen bessere Läufer. So hatte ich das mal gehört. Ich meine, da braucht man jetzt auch keine Studien anzuschauen. Guck in Ja, die das ist N einfach so. Schau schau, schau, Olympia. schau in die NBA. Das sind nur Ja. Schwarze, weil die halt groß sind. Wie du sagst, sie sind in der Mitte gedehnt. Also, ja. Genau, oder halt gerade diese Leistungs. Ja, du weißt, was ich meine, Leichtathletik. Ja. Also auf jeden Fall das Rennen. Also immer wenn ich Olympia schaue. Das ist krass. Ich muss gerade dran denken, kleine Anekdote. Vor ein paar Jahren Ja. hatte ich halt Olympia geschaut und so einen Sprint. Und da war ein weißer Typ dabei und der ist mal kurze Zeit vorne gelaufen, weil die machen das ja so, dass die meisten Läufer erstmal ein bisschen ruhig machen und dann in der letzten Minute geben die richtig Gas, um dann abzuziehen. Und der eine Typ, der halt vorne war, eine Zeit lang war der Weiße. Und das sah irgendwie die ganze Zeit so aus, als würde er von den ganzen schwarzen Typen verfolgt werden, weil der halt so vor denen wegrennt. Das fand ich lustig. Und dann ziehen die halt alle an und ja, dann waren nur noch Zehnter oder so. Dann zack. Es war so 400 Meter oder sowas, wenn ich jetzt Genau, raten irgendwie müsste, ne? sowas, wo die so eine Runde drehen in so einer Sporthalle. Ja. Aber ich bin auch nicht so der Mega-Sportgucker. Gut, ja, das haben wir genau, das Thema Körper. Und natürlich auch. Mich würde ja das Thema auch IQ interessieren, ob das jetzt hier kommt. Also Oh. IQ-Unterschiede.
zwischen. Also ich glaube, ohne es gesehen zu haben, ich spoilere, das kommt nicht. Denke ich auch nicht. Also wenn der Titel hier schon so loslegt, das Erbgut ist zu mehr als 99,99% gleich. Ja. Na, vor allen Dingen, dann dennoch ist Rassismus, also ne, da, die schießen gleich mit Kanonen auf Spatzen. Ne, da hätte man auch sagen können, also ich, dennoch ist das Unbehagen oder irgend sowas, ne? Aber man nimmt gleich den Rassismus als Keule raus aus dem Schrank. Ja, ich bin hier sehr gespannt. Also auch was für Beispiele uns hier gebracht werden. Ich freue mich drauf. Lass es uns anschauen, ja. Genau, du machst Vollbild, ich kann alles sehen, wunderbar, die Zuschauer auch. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich kann hier nicht, oder warte mal. Ah, ich könnte etwas schneller machen, wollen wir das? Ja, bitte, mach das mal bitte. Ich mach mal so 1,25, genau. Ja, oder? Weil das geht doch sehr lang, genau, mach das mal bitte, danke sehr. Okay, dann tauchen wir mal ab hier in die wilde Kanufahrt. Jawohl. Kalotan Vajide, Sportsoldatin, Europameisterin im Doppelzweier. Die 25-Jährige rudert für Deutschland an der Weltspitze und ist eine Olympia-Hoffnung für Tokio. Die Hannoveranerin ist nicht die einzige Afrodeutsche im Sportkader der Bundeswehr. Rassismus begegnet ihr überall. Jetzt bin ich gespannt. Bei der deutschen Meisterschaft habe ich gewonnen und da hat ein Trainer zu meinem gesagt, der kann sich gar nicht vorstellen, dass das N-Wort auch rudern kann. Eine extreme, strafrelevante Beleidigung. Eine extreme strafrelevante Beleidigung? Moment, was? Kurz, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden, weil wir hatten uns erst vor uns drüber unterhalten. Ist denn das Wort, ich sag's jetzt einfach, ist denn das Wort Neger in Deutschland verboten? Also, ich wüsste nicht. Also ich denke, das wird das N-I-Wort gesagt haben oder dieser andere Trainer. Nee, aber ich denke, der wird schon Neger gesagt haben. Also ich sehe das einfach als ein, naja gut, man könnte fast vielleicht sagen, ein veraltetes Wort. Also die Leute, die wollen da sicherlich draußen Strick drehen, aber ich kenne viele, die das noch sagen. Also gerade unsere Eltern-, Großeltern-Generation. Ja, auch ein sehr linker Streamer hat das gesagt und ne, er ist immer noch da. Also vor allem ist es ja nun mal auch ein anderes Wort noch als das Wort, werde ich jetzt hier nicht sagen, sonst wird ja, das Nie-Wort, ja. Das Wort weggemeldet, genau, dieses Hard A N-Wort, wie sie im Amerikanischen immer sagen, genau, also mit dem R am Ende und dem N-I am Anfang. Das ist ja wirklich eine Beleidigung, sag ich mal, oder als Beleidigung gemeint. Das ja. Neger, das ist ja einfach nur gemeint, so wie Negro auf Englisch. Also ja. Das ist, ja. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen eine veraltete Bezeichnung, aber ja, würde ich jetzt per se nicht als Beleidigung sehen. Was heißt veraltet? Du darfst farbiger, durftest du eine ganze Zeit lang sagen, ohne Probleme, dann war das verpönt, schwarzer, dasselbe. Warte People, mal, schwarzer darf man nicht mehr sagen? Das ist auch verpönt, also jetzt ist es People of Color, ich gebe dem Ganzen noch einem Jahr, dann ist das auch wieder nicht richtig. Also, die sollen sich mal entscheiden und oder vielleicht einfach mal einen Stock aus dem Arsch nehmen. Meine Fresse. Ja, unbedingt. Also letztens hat man so einen Aldi-Werbespot geschaut und da hat die gesagt, ich hatte eine Black-Community um mich. Also das war dann schon ganz harter Anglizismus. Ja. Wahrscheinlich ja, ist das so der Pfad, den wir gehen sollen. Erst noch deutsche Begriffe und wenn wir die alle verbraucht haben, dann kommen so die englischen. Also genau, dann darf ich sagen, she is a Black-Person oder was? Das geht dann, bis auch das wieder rhetorisch verbrannt ist oder euphemistisch. Ja, geil. Ja. Okay, lass mal weitermachen hier. Ja. Also es würde mich aber wirklich interessieren, hat der Neger gesagt und das ist jetzt strafrechtlich relevant? In Dreisat-Augen? Also, würde mich jetzt auch tatsächlich interessieren. Ich sehe es nicht so, dass es strafrechtlich relevant ist. Vielleicht haben wir uns hier schon strafrechtlich schadbar gemacht. Es klingelt gleich an der Tür, pass auf. Sie haben Neger gesagt! Der muss weg! Ja. Ist völlig frei von Vorurteilen, die sich auf Hautfarbe oder Herkunft beziehen. Zum Beispiel werde ich ganz oft, wenn ich neu irgendwo hinkomme, gefragt, woher kommst du? Und Oh Gott, also das sind so diese Talking so Points. Ja, 2010 hat angerufen, meine Fresse, das ist. Woher kommst du? Das finde ich, ist wirklich keine herabsetzende Frage. Das ist, wir hatten das letztens auch schon beim Thema Feminismus. Man kann halt, wenn man alles als Beleidigung auffasst, dann fühlt man sich halt auch ständig angegriffen. Aber wenn ich die jetzt einfach in einem, ich weiß nicht, wir sind auf einer Party, ich unterhalte mich nicht mit der, ja, wo kommst du her oder so?
Also gut, dann kann die ja von mir aus sagen, ja, ich komme aus Dortmund oder Duisburg oder so. Aber ja, die werden das auch, glaube ich, gleich so eskalieren. Dann sage ich, ich komme aus Berlin und dann sagt der andere, na, woher kommst du wirklich? So, das wird jetzt gleich passieren, pass auf. Ja, ja. Wenn ich dann die Antwort gebe, dass ich aus Hannover komme, dann ist das für die Leute nicht zufriedenstellend, weil die möchten eigentlich hören, warum ich schwarz bin. Also die erwarten nämlich immer, dass ich dann meine richtige Herkunft irgendwo in Afrika verrate, die es aber gar nicht gibt. Und das zeigt ja, dass die Leute nicht glauben, dass ich Teil dieser Gesellschaft, dieser... Mal kurz Pause. Also die Herkunft gibt es nicht. Natürlich gibt es die. Ich meine, es ist nun mal nicht so, dass es schon immer viele schwarze Menschen in Deutschland gab. Das ist nun mal, auch wenn es jetzt mittlerweile immer mehr zunimmt, doch schon durchaus eine Besonderheit. Und ich finde es wirklich legitim, da zu fragen, ja, wo kommen denn deine Eltern her, aus welchem afrikanischen Land? Ich finde, das zeugt sogar von Interesse. Ja, also gerade weil Afrika ist ja ein riesiger Kontinent mit so viel Verschiedenartigkeit, trotz allem, ja. Eben. Also, wenn jemand sagt, er kommt aus Südafrika, ist das anderes, als wenn er sagt, er kommt aus Algerien. Überraschung. Hm. Okay, das ist jetzt also Rassismus, ja. Und gleich als erstes Beispiel so ein, naja, so ein, ich will sagen, so ein Käse, so ein Larifari-Argument. Aber gut, vielleicht kommt noch mehr. Mal sehen. Ich will auch dazu anfügen, weil das ja mit den 99% da am Anfang gekommen ist. Ja. Du kannst über, ich glaube, es heißt MyHeritage oder sowas, kannst du da irgendeine Probe einschicken und die können auf, lass mich lügen, 500 Quadratkilometer eingrenzen, wo deine Vorfahren herkommen. Hm. Ja? Und da wird dann nicht Hannover aufleuchten. Spoiler. Nee, wahrscheinlich nicht. Auch nicht Duisburg, sondern was da anderes. Da wird dann irgendwie Namibia oder was weiß ich jetzt, ja. Also da muss ich jetzt passen, wo ihr Gesicht da einzuordnen ist. Das müsste man näher ergründen, aber... Ja, um Gottes Willen. Es wird auch nicht Trondheim werden, also... Trondheim. Das geht, es wird ja schon wieder hart gestromt, das tut mir leid. Das ist, ja, mach ich weiter. Deutschen Gesellschaft sein kann, als schwarze Frau. Und das ist irgendwie krass, damit aufzuwachsen. Und das hat schon im Kindergarten angefangen. Die meisten von uns möchten anderen vorurteilsfrei begegnen. Doch das Erlernen von Stereotypen beginnt... Schön mit der Maske, möchte ich festhalten. Im Freien. Okay. Ja. Aber wir haben gelernt, Schwarze darf man sagen. Also damals, also vor doch. 2 Jahren, darf man Schwarze sagen. Nee, ich bin der Meinung, festen Überzeugung, man darf auch heute noch Schwarze sagen. Aber gut, ich bin ja auch der Meinung, man darf auch Neger sagen. Ja, man darf das einmal sagen und dann geht's in den Knast. Wobei, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich selber würde das nicht einer schwarzen Person gegenüber sagen. Also so abgepult bin ich dann nicht. Was meinst also, du? Du bist ein Neger oder was wird es? Ja. Also, wisst ihr, da würde ich dann schon eher schwarz sprechen. Also, wenn wir so unter uns Weißroten irgendeinen Witz machen, einen dummen, klar, dann fällt vielleicht mal das Wort, aber. Nee, also jetzt ohne Spaß, also wenn ich mit der persönlich rede, dann fällt da gar kein Wort über irgendeine Hautfarbe. Da geht's doch auch gar nicht drum. Ja, na gut, also, das sowieso. Aber wenn man vielleicht trotzdem mal darauf kommt, über Gruppenzugehörigkeiten zu reden, also dann würde ich mir das Wort dann doch verkneifen. Na, ich denke, das käme drauf an, wie das Gespräch verlaufen ist. Also wenn es angenehm verlaufen ist, ja. Wenn die irgendwie so die ganze Zeit so, wie sie es hier schon andeutet, so Haare auf den Zehen hat oder sowas. Ja, dann wird auch mal zurückgeschossen. Ne? Also. Und es ist halt, wie ich schon gemeint habe, ich denke, so ein Generation-Ding. Also ich denke, unsere Eltern, Großeltern sagen das einfach noch öfter und da ist es wirklich nicht böse gemeint. Ja. Wir sind halt schon so berieselt, dass wir das nicht sagen sollen, dass ich es wahrscheinlich selber, obwohl ich mich dagegen sträube, so gegen Erziehungsmaßnahmen, einfach nicht sagen würde. Wisst ihr, da ist es dann doch schon irgendwie bei mir angekommen. Ja, und das gut kann ist, gut sein. Ne? Wahrscheinlich eher nicht, aber ja, da lässt man sich halt auch formen. Ja. Ich bin schon sehr früh. Beim Überwinden von Schubladendenken in Bezug auf Geschlechterrollen, Hautfarbe, kulturelle oder religiöse Identität gibt es immer noch Nachholbedarf. Alle meine Puppen waren weiß, alle meine Heldenfiguren, die ich aus Film oder Serie... Alter, gucken wir irgendeine scheiß Funkreportage gerade? Meine Puppen waren weiß. Jetzt wird sie gleich noch sagen, dass in diesen Billigautomaten ihr Nachname nicht als ihr, wie heißt das, Gelenkkette da war. Da war immer nur Müller und Weber und dies, das drin, weißt du? Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst mit Gelenkkette und Billigautomaten. Na, es gibt... Diese, wo du so einen Euro reinsteckst, dann drehst du und dann fällt da irgend sowas raus.
so ein Kaugummi mit. Ja, ja. Ne? Aber da gab es Nachnamen oder was? Da gab es halt solche Gelenkketten und da war auf jedem Kettenglied ein Buchstabe und das hat dann so irgendwelche Namen ergeben, so wie ja, Thorsten oder sowas, ne? Und jetzt wird sie, war dann leider und jetzt wird sie gleich sagen, dass Mögladi oder wie sie heißt, nicht dabei war und das ist ja hart rassistisch und. Mal also, sehen. Ne? Aber das mit den Puppen ist natürlich schon mal lustig. Ich meine, was aber die, wann ist die aufgewachsen? In den 90ern? Ja. Wir leben halt nun mal trotzdem noch in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Da werden die Puppen halt so gebaut, wie es den Kindern entspricht, wie man verkaufen kann. Und ich möchte bloß nochmal festhalten, die sind ja hier für das Bundeswehrteam tätig sozusagen. Ne? Ah, ja. Wie sie ihre scheiß Masken aufhaben müssen. Bei Sport im Freien. Oh, das ist echt also, krank. Das ist wirklich krass. Ja. Also liebe Kinder aus dem Jahr 2050, das war keine schlaue Generation. Das ist kalt. Ja. Dann kannte man weiß, meine LehrerInnen waren weiß, meine. Wow. Alter, halt, stopp. Mit Pause. Warte, wie spule ich jetzt zurück? Ja, genau, 10 Sekunden. Und wir haben es ja auf 1,25er Geschwindigkeit. Beim Überwinden von Schubladendenken in Bezug auf Geschlechterrollen, Hautfarbe, kulturelle oder religiöse Identität gibt es immer noch Nachholbedarf. Alle meine Puppen waren weiß, alle meine Heldenfiguren, die ich aus Filmen oder Serien kannte, waren weiß, meine LehrerInnen waren weiß. es ist so albern. Ich kann es jetzt schon nicht mal mehr ernst. Guck mal, vor allem haben die jetzt die Maske ab? Ja. Was ist denn da die Begründung? Jetzt tust du doch noch mehr Sauerstoff raushauen, wenn du dich körperlich belastest. Ich oder CO2. Nicht. Also jetzt tust du doch alle anstecken. Schäm dich. Ich verstehe es nicht. Oder also, ist das jetzt nur, weil ich schwarz bin oder was? Wenn der im Boot hinten sitzt, die Maske nicht aufsetzt, das kann ich vielleicht noch verstehen. Aber weißt du, die vorne, die Ausatmung Luft, die zieht ja nach hinten sofort. Also die muss mindestens was getragen, mal sehen, ob die eine trägt. Man sieht das hier nicht schlimm aus. Ich fand es ja spannend, der Satz am Anfang war ja sinngemäß, es gibt hier noch ganz viel Schubladendenken und dann kommt sie zum Einsatz und sagt, ja, meine Barbie war rassistisch, meine LehrerInnen waren weiß und das und das und das, also die zieht alle ihre Schubladen auf, die sie da parat hat. Ach, Mädel, merkst du das nicht selber? Wir sind erst bei 2 Minuten und haben schon wieder so viel zu sagen. Es ist unfassbar. Das ist schon mal so ein Kasper-Cast gerade. Ja, stimmt. Wobei, bei ihm hätte jetzt schon 1 Stunde 2 gestanden, er hätte irgendwelche Superchats vorgelesen. Ja, genau. Das sparen wir uns. FreundInnen waren weiß und ich glaube, FreundInnen. Alter. Also die ist wirklich eine 200-prozentige. Auf jeden Fall. Ich glaube, die trägt doch jetzt noch Maske. Also ich kann. FreundInnen. Wir brauchen so einen Honk-Sound irgendwie so. Honk. Immer die Ausnahme. Und wenn Menschen so dargestellt wurden wie ich, war das meistens in Verbindung mit Armut oder mit was Negativem. Und mit diesem Bild wachse ich auf und wachsen auch alle anderen auf. Aber das verankert sich natürlich in meinem Kopf. Und ich versuche dann die ganze Zeit, mich so gut wie möglich anzupassen. Ich versuche mich von meinem eigenen Schwarzsein zu distanzieren, weil ich nicht mit diesem negativen Bild abgestempelt werden möchte. Es ist also sie sagt immer negativen Bild, das finde ich ganz lustig, aber Okay, du denkst da. Kleiner Wortwitz, ja. Ja, ist schon klar. Ja, sie tut jetzt so, als wäre das alles so schlimm, dass sie sich da anpassen müsste. Das ist doch der Sinn der Sache. Also das ist doch dieses Integrationsmärchen gerade. Also Und ich entsinne mich gerade an diesen Werbeblock, den wir da mal geschaut hatten, mit diesem Richter, mit diesem schwarzen Richter. Oh Gott, ja, von Procter & Gamble, ja, unserer genau, Lieblingsfirma. Genau, unsere Lieblingsfirma. Ja. Heil Procter & Gamble. sie hat es doch auch geschafft. Ich meine, sie ist im Bundeswehr-Olympiakader. Ja, durch ihre Leistung. Sie ist nicht im Steinbruch gelandet. Also, wo ist jetzt Rassismus? In der Repräsentation, also wirklich in so albernen Sachen wie der Barbie-Puppe und das in einem geschichtlichen Buch oder Geografiebuch, nun mal, wenn es ums Thema Wirtschaft geht, afrikanische Länder als ärmer dargestellt sind. Oh nein, Schock. Was heißt denn Repräsentation? Die kriegt hier eine scheiß Doku hinterhergeschmissen, wo es nee, um sie geht. Nee, aber die Repräsentation, die sie in der Kultur erlebt hat, darum ging es jetzt ja die ganze Zeit. Die Lehrer hat den weiß und die Puppen waren weiß und die Barbie war weiß, bla 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 bla. Ja und? Also. Ja, klar sind wir uns einig, dass Schwachsinn ist, ja, aber
Das ist so erstmal das Argument hier, Repräsentation. Ich mag diese Vergleichsvarianten immer nicht so gern, aber wenn ich in ihr Heimatland ihrer Vorfahren gehe, irgendwo da in Afrika, ja, wie viele weiße LehrerInnen gibt es da und FreundInnen? Ja. Oh, warte. Null. Weil ich habe da leider keine White Community gehabt, die mich... Ach, Leute. Kommt doch mal einfach klar. Anstrengend, als Minderheit in einer Gesellschaft zu leben, die über sehr lange Zeit zumindest äußerlich sehr homogen wirkte. Menschen mit Migrationsgeschichte, selbst in zweiter oder dritter Generation, wurden als Gastarbeiter und Ausländer bezeichnet, ihre Teilhabe an der Gesellschaft nicht unterstützt. Oh, ich fand es jetzt spannend, Alter. Allerdings, also erstmal dieses Menschen mit Migrationsgeschichte ist ja dieses neue, ne, man sagt es nicht Hintergrund oder so, ne? Man sagt Migrationsgeschichte, als wäre das irgendwie so ein Dreiteiler, der mal verfilmt worden ist. Aber ich fand es eher noch spannender, dass diese Stimme auf dem Off nicht gegendert hat. Weißt du? Ach so. Ich hätte das jetzt erwartet. Das hey, warte mal, wo hättest du denn gendern sollen? Er hat gesagt, Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, warte. Mach mal bitte nett zurück. Das geht sonst hier ewig, das Video. Das geht auch ewig. Immer noch betrachtet die weiße Mehrheit eine andere Hautschattierung häufig als fremd. Ja, na und? Oh, jetzt kommt wieder ein Experte hier. Ruhr-Universität Bochum zu Rassismus. Deutschland ist ja eine Migrationsgesellschaft und afrikanischstämmige Menschen oder schwarze Menschen generell leben seit mehreren Jahrhunderten hier. Schwarze Kinder betrachten Deutschland auch als ihre Heimat. Stopp. Jetzt wird's seit wild. Mehreren Jahrhunderten leben Schwarze hier. Also, alter Schwede. Zeig mir mal bitte die Studien. Also, das zweifle ich doch hart. Du hattest doch diesen Sarotti-Moor, der hat vor 400 Jahren mal hier gelebt, weißt du? Und ja, das war und einer. Das reicht. Das war so eine unfassbare Besonderheit. Also vor mehreren Jahrhunderten, das muss man sich mal vorstellen, im Mittelalter, also wo irgendwelche Frauen als Hexen verbrannt wurden, was denkst du, was die gemacht hätten mit einem schwarzen Typen, der da rumrennt? Na, da gab es also, bestimmt über die Seidenstraße irgendwelche Händler, innen, die hier mal aufgetaucht sind. Also, du siehst es halt auch schon am Namen, was er sagen wird. Das ist... Ja. Also... Das schmerzt wirklich. Okay, mach weiter. Also, wenn wir das jetzt mal wirklich in böseste Zeiten spiegeln würden, und da sehe ich jetzt, nennen wir ihn mal Goebbels, ja. Was würde der denn erzählen, ja? Der würde sagen, das war ja schon immer Arialand. Ne? Das ist, du siehst schon, welche Agenda hier gefahren wird. Einfach nur am Namen. Das ist, du brauchst den gar nicht mehr zuhören. Ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. Nachdem, was er sagen will, so wird die Geschichte rückwirkend ausgelegt. Das meinst du, ja. Nee, ich meine, also ja, das auch, aber ich meine, du siehst schon am Namen, dass dieser Mensch nicht unbefangen ist. Du siehst schon die Agenda. Klar. Ja. Na klar. Deswegen kannst du diesen Part ja eigentlich überspringen. Du bist schon, was rauskommt. Dann gesagt, du gehörst eigentlich nach Afrika, du bist fremd in diesem Land. Schwarze Hilfsbedürftigkeit, die weiße rettende Hand. In vielen Schulbüchern werden schwarze Menschen noch heute grundsätzlich außerhalb des vermeintlich weißen Europas verortet. Wie alleine schon die afrikanische Frau dargestellt wird, also Barfüßigkeit, die weißen Menschen tragen Schuhe, dann die Lippenform, das ist eine ganz klar rassistische Darstellungsweise von afrikanischen Menschen. Vor seiner Professur arbeitete Karim Ferraidoni als Lehrer für Deutsch und Politik an einem Gymnasium und promovierte zu Rassismus an Schulen. Er versteht sich als Person of Color. Oder Mensch of Color. Das tut weh. Was hat er studiert? Deutsch? Er versteht sich als Person of Color oder eingedeutscht Mensch of Color. Hat er gerade. Was? Okay, das machst du bitte nochmal zurück. Okay. Er versteht sich als Person of Color oder Mensch of Color. Mensch of Color. Also Mock oder. Mock kennen wir als Held der Steine-Gucker, das ist natürlich eine My Own Creation. Oder zu Deutsch, ich hab's mir ausgedacht. Ist das geil, Mensch of Color? Oh nee, das wollen die uns doch hier wirklich verkaufen. Quelle, trust me, Bro. Ja. Oh, und ich find's schön, wie sie erstmal hier so eine Muslima hinpflanzen müssen, als was ist noch ein
Mensch of Color. Also, ja, und natürlich mit hochhackigen Schuhen, weil ja, das auch so das typische Muslima-Bild ist, was wir hier in den Straßen sehen, ja, ist klar. Ich glaube, das ist jetzt so bewusst so gemacht, weil davor war ja diese schwarze Frau da in Afrika barfüßig, weißt du? Und jetzt, so, jetzt trägt sie Heels, oder? Das ist alles falsch gewesen in dem Buch. Ja, ja, genau. Ach, ja, Gott, oh Gott. Das triggert mich also schon alles richtige so. Ich habe auch vorhin schon gar nichts gesagt. Sorry? Das ist eine richtige Met-Reportage bis jetzt. Das ist richtige Met-Reportage. Ja, zum Beispiel vor uns der Satz, ich wollte auch eine ständig reinpflegen, aber zum Beispiel vor uns der Satz, ja, noch immer wird so dargestellt, als wären Schwarze vornehmlich außerhalb von Europa heimisch. Hallo, das ist einfach so. Also, das ist so. Alles, was an schwarze Migration gekommen ist, das kam größtenteils in den letzten, naja, lass es 60, 70 Jahre sein, aber beileibe nicht vorher in großem Maße. Und jetzt mal Spaß beiseite. Also, wenn diese lustigen Leute hier in dieser Reportage andauernd auf dieses Schwarzsein und Farbigsein gehen, dann sage ich mal, na, wie viele Weiße gibt es denn weltweit prozentual? Das sind doch, ich habe die Zahl nicht im Kopf, 18% oder sowas waren es, glaube ich, ist oder 12 klar, oder klar, sowas. Also, ihr jammert über was, wo selbst die Weißen sozusagen in eurem Duktus in der Minderheit schon sind, global gesehen. Also, was wollt ihr denn? das macht mich fertig. Aber ich denke, Menschen of Color, also das wird so ein Meme werden. Das ist wirklich genial, Meme, das ist Mock, ja, Mensch of Color. Der Held der Steine spricht immer von Menschen of Color, wenn er was baut. Ja. Ja. Ist klar. So, heute habe ich euch einen Mensch of Color mitgebracht, in Gelb, hier wunderbare Teile. Ja. Aber leider ist der von Lego, also die Farbseuche. Ja, genau, die Farbseuche. Viele braune Pins. Ja. Gottes. Na gut, ist zu schlechte Kollau, komm, machen wir mal weiter. Von Personen, die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft Rassismus erleben, aufgrund ihrer vermuteten Herkunft oder Religion. Das ist doch jetzt wirklich wie dieses Richtervideo, weißt du, wo die Leute da im Fahrstuhl stehen und ihn so vermeintlich böse angucken. Es ist, und vor allem, wo ist hier Mehrheitsgesellschaft? Das sind zwei Weiße gegen drei Nicht-Weiße. Ja, aber sie sollen die natürlich repräsentieren. Also alles müssen wir hier nun nicht auf die Kultur gehen. Ach Mensch. Lehrkräfte, die meistens weiß-deutsch sind, haben mehr Macht als schwarze SchülerInnen beispielsweise. Und da müssen wir uns aber im Klaren natürlich werden, inwiefern strukturiert eigentlich Warte mal kurz. Das Denken von... Ja. Was macht denn der da? Lass mich nochmal den Bildschirm sehen. Warte, ich gehe mal ein bisschen zurück, ja? Hier, schwarze Menschen oder gut, weiße Menschen oder schlecht. Hä? Okay, das ist jetzt leider ohne Kontext, aber es würde mich irgendwie interessieren. Das ist irgend so ein Rassismus-Test anscheinend. Oh, ach so, das ist ja das, oder? So, ja, dann mach ich weiter. Haben mehr Macht als schwarze SchülerInnen beispielsweise. Und da müssen wir uns darüber im Klaren werden, inwiefern strukturiert eigentlich Rassismus das Denken von LehrerInnen vor, wenn sie schwarze SchülerInnen vor sich haben. Wir müssen uns anschauen, wer hat in unserer Gesellschaft Macht, andere Menschen, also Menschen of Color oder schwarze Menschen, systematisch auszuschließen von wichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Arbeitswohnung zum Bildungsmarkt. Stopp. Auch hier, mal bitte stopp. Schwarze Menschen... Was hat das jetzt alle für Fässer aufgemacht, Junge? Also, das Krasse ist, dass das halt alles so unwidersprochen hier reinkommt. Also, da muss man wirklich so ein YouTube-Video hier machen, dafür sind wir ja da. Also, was der hier rausballert, also, schwarze Menschen sind von der Macht ausgeschlossen und von dem Bereich und Wohnungsbereich und Arbeitsbereich und so weiter und so fort. Ich meine, wir leben doch eigentlich voll in der Meritokratie in Deutschland, also in der Leistungsgesellschaft. Dich hindert nichts daran, aufzusteigen in Deutschland. Muss einfach nur Leistung zeigen, muss in der Schule gut sein, einen guten Beruf haben. Keine Ahnung, dann klappt es auch alles in deinem Leben. Also, ja, dem wird die, glaube ich, hart widersprechen wegen, du weißt schon, Sozioökonomie, dies, das. Ist klar, ja. Ich sehe da vor allem immer so ein bisschen eine Neiddebatte oder auch, ja, wie soll ich sagen, Minderwertigkeitskomplex. So, ja, ich sehe ja, dass ich und meine Gruppe, wir haben es hier nicht so gut geschafft. Wir haben mehrheitlich nicht so eine hohe Stellung in Deutschland. Aber das kann ja nicht an uns liegen. Die anderen sind schuld. Ja, und sie fahren ja mit dieser Opfer,
Geschichte sehr gut letzten Endes, ne? Sich da als Opfer darzustellen, bringt dir halt einen Platz in der Dreisat-Reportage. Ne? Da erzählst du dann, dass deine Barbie weiß war. Geil. Also. Ja, und sogar eine Professur. Ich meine, der Typ war vorher irgendwie Deutschlehrer und dann hat er halt über Rassismus promoviert und ist jetzt irgendwas Rassismusforscher, keine Ahnung. Forschens. So werden Stellen frei. Also. Ja. Also er ist eigentlich, um mal auf Schlafschafe zurückzukommen, er ist ein Profiteur der ganzen Gesellschaft. Ja, oh Gott. Langes Jahr, ja. Also solche Leute, das sind wirklich ganz schlimme Schafmacher in meinen Augen. Die wollen auch nicht, dass das besser wird, ne? Weil dann verlieren sie ja ihre Daseinsberechtigung. Nee, ist klar, die wollen halt immer was zu meckern haben. Und die suchen sich dann schon den angenommen, wir würden jetzt diese Wohnungsmarktgeschichte irgendwie fairer regeln, ja, wie auch immer das jetzt genau aus, ne, ist ja wurscht, aber dann würden sie sich das nächste Salzkorn in der Suppe suchen. Also, du kannst die nie zufriedenstellen. Nee, ist klar. Ja. Systematisch auszuschließen von wichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Arbeits-, Wohnungs- und Bildungsmarkt. Es ist natürlich Berlin. Immer mehr schwarze Menschen und People of Color fordern, dass die weiße Mehrheit sie endlich als Teil der Gesellschaft an. Ach so, nee, okay. Ja. Ich wollte hier nur kurz was sagen. Das ist ja diese Black Lives Matter Demo, die war 2020 im Sommer. Ja. Und da weiß ich noch, dass verschiedene andere Demos wurden halt verboten zu dem Zeitpunkt. Aber Black Lives Matter durfte natürlich demonstrieren. Also andere Demos wurden verboten wegen Corona, weißt du? Deswegen siehst du ja auch hier viele mit Masken tragen. Und dass sie das überhaupt zugelassen haben, das zeigt halt schon wieder, ja, der Berliner Senat, die winken halt das durch an Demos, was denen politisch genehm ist. Oder zumindest lief das so zum Corona-Zeiten. Und wenn dann irgendeiner Corona-kritisch um die Ecke kommt, ja, dann legen wir den Stein in den Weg. Also der Schwurbler in mir denkt sich, dass der Berliner Senat nur aus Rechten besteht. Weil die verrecken doch jetzt alle. Ja, oder? Sehe ich das falsch? Hä? Naja, die verrecken? Naja, die kriegen doch jetzt alle Corona. Die haben die Mindestabstände nicht eingehalten. Ja, die Masken sitzen ach auch so, nicht immer so. Ach so, du meinst, dass die hier ins offene Messer laufen lassen? Ja, das war das tödlichste Virus aller Zeiten. Also diese ganzen armen schwarzen Leute hier und die weißen Allies sind demnächst alle tot. Ja, machen wir weiter. Mich würde mal interessieren, nämlich, also wir achten vielleicht mal ein bisschen drauf, wie viele Masken man hier noch sieht oder wie viele Unmasken hier sind. Und zählst du auch die 1,50 Meter Abstände? Ja, genau. Ausgelöst von der Black Lives Matter-Bewegung in den USA, gehen sie im Sommer 2020 auch in Deutschland auf die Straße und stoßen eine Diskussion über strukturellen Rassismus im eigenen Land an. Vorurteile über schwarze Menschen und People of Color werden kontinuierlich reproduziert. Da muss ich sagen, das haben sie ganz gut gemacht hier, dass sie das so eingefügt haben mit den Bildern hier an der Brücke. Das sieht Geld gut haben aus. Die ohne Ende, um sowas zu editieren. Ja, aber auch auf die Idee zu kommen, das hier so reinzumachen, okay. Ja. Das sind schon Profis am Werk. Das ist ja eigentlich das Schlimme. Sorry, ich meine, das sind halt nun mal Medienprofis. Wir zahlen jeder 18,36 Euro und da könnt ihr natürlich auch geschickte Leute einstellen, die das irgendwie geschickt bearbeiten können. Und so geht das natürlich besser den Leuten ins Bewusstsein. Also wenn das gut aussieht. Meinten Sie bald 25 Euro? Ja, das kommt ja auch noch, aber gut. Ja. Aber ich, lass uns nicht hier so tagesaktuelle Blutzeug reinbringen. Hinterher stimmt das gar nicht. Ich mag hier unseren Freeze-Frame gerade. I can breathe, ja, genau. Das hat er letztens in dem Zeitgeist, den Video, die Ene gesagt, mit dem Schloss im Gesicht. stimmt. Schon weitergegeben. Für eine einzelne Person ist es fast unmöglich, sich von diesem jahrhundertealten Konstrukt zu befreien. Der Ursprung des Rassismus geht auf Kolumbus und die Kolonialisierung Afrikas und Südamerikas vor über 500 Jahren zurück. Wow, Einspruch. Der Ursprung des Rassismus geht auf Kolumbus zurück. Aha. Das klingt jetzt so richtig nach, wenn wir in der Zeit zurückreisen und ihn töten, dann gibt es keinen Rassismus. Ja. Genau, dann hätte es auch Hitler nie gegeben. Das ist so das nächste Level zurück in die Zukunft. Geil. Hä? Das habe ich noch nie gehört. Also lass jetzt mal ein bisschen laufen. Das finde ich spannend. Also ich vermute, er wollte ja Indien entdecken oder also Indien von der anderen Seite entdecken. Ja, ja. Und deswegen hat er die dann Indianer getauft, diese Eingeborenen. Und das ist ja rassistisch. Ja, okay. Aber Rassismus gab es schon im alten Rom. Also
Leute, was habt denn ihr für ein Geschichtsverständnis? Das klingt ja so, als wäre das eine Erfindung von Christoph Kolumbus. Der war auch einfach von seiner europäischen Gesellschaft geprägt. Also mach mal weiter, mich interessiert das, was jetzt kommt. Die Versklavung von mindestens 35 Millionen AfrikanerInnen zur Ausbeutung. Oh, das kann man sich nicht anschauen. Also AfrikanerInnen, das geht einfach gar nicht. Ja, Menschen of Color heißt das. Ja, stimmt. Missgenderung ist echt ein Affe. Ja. Aber ich bin jetzt gespannt. Also es geht jetzt gar nicht um Kolumbus, sondern es geht um den Sklavenhandel, der erblüht ist. Okay, so weit, ja. So gut. Aber der Sklavenhandel wurde ja auch sehr stark von anderen Menschen of Color befeuert. Ja? Ja klar, die haben sich ja gegenseitig. Also, da bin ich jetzt gespannt, ob das erwähnt wird. Ich denke nicht, aber lassen wir mal. Der Rohstoffe in den eroberten Gebieten verfestigte bei Weißen das Gefühl, als sogenannte weiße Rasse moralisch und zivilisatorisch überlegen zu sein. Naja, also jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, zivilisatorisch war Europa einfach weiter. Das ist jetzt, ist jetzt nicht so schlimm, das einfach mal festzuhalten, meine Güte. Ja, also es wäre wirklich albern, das zu verleugnen. Ich meine, das kann man doch wirklich nicht in Abrede stellen, dass unsere Zivilisation weiter war. Ich meine, wenn die nun mal dort noch mit Lehmhütten hantieren und wir kommen dort mit Schiffen und Kanonen und sonst was mit Eisen geschmiedeten Waffen an. Ja. Also klar war da unsere Zivilisation weiter. Gut, was das für Gründe hat, ich verweise da immer gerne auf das Buch Arm und Reich von Jared Diamond. Der hat das, finde ich, übelst genial rausgestellt. Warum unsere Zivilisationen hier in Europa so fortschrittlicher waren. Und es liegt eigentlich wenig daran, dass wir irgendwie intelligenter wären. Also klar, wir haben auch einen höheren IQ durch so Faktoren wie den Winter, aber es liegt auch viel an unserer Geografie einfach. Aber gut, ich will jetzt hier keine Vorlesung dazu halten. Du hast mir schon mal über das Buch erzählt. Guckt er sich auch China an? Also du hast ja, glaube ich, über Südamerika erzählt. Warum das da so... Er schaut sich alle Zivilisationen an, genau. Okay, das ist ja spannend. Und da fand ich halt zum Beispiel... Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, warum zum Beispiel die Aborigines eben so eine niedrige Zivilisationsstufe erreicht hatten. Und das ist nun mal einfach so, die waren ja einfach abgeschnitten von allem, weißt du? Bei uns war es so, wenn in China erfindet einer das Papier oder in Ägypten erfindet einer die Zahlen oder so, sonst was, dann kommt das irgendwie rüber. Und eben die Aborigines zum Beispiel, die hätten das alles selber erfinden müssen. Ja, und das war zum Beispiel der hier Problem. Ja. Genau. Ah gut, das können wir vielleicht mal wann anders drüber sprechen. Woher kam der Drang weißer Männer und Frauen auf dem europäischen Kontinent, Menschen nach äußerlichen Merkmalen zu kategorisieren? Weil es einfach ist. Das Zeitalter der Aufklärung war nicht nur das Zeitalter der Deklarierung universeller Menschenrechte, sondern auch das Zeitalter der Kolonialisierung Afrikas. Und man kann nicht auf der einen Seite der Welt sagen, wir sind alle frei, gleich Brüder und Schwestern und Menschen versklaven. Dafür braucht man ja einen Legitimationstrick, um das überhaupt in seinem Kopf klarzukriegen. Und die Erfindung menschlicher Rassen war dieser Trick, indem man gesagt hat, es gibt weiße Menschen, gelbe Menschen, rote Menschen und schwarze Menschen. Und weiße Menschen rangieren auf der Entwicklungsstufe über schwarze Menschen. Philosophen und Naturwissenschaftler unterstützten die These von der Überlegenheit weißer Menschen. Und das wirkt bis heute in unserem kollektiven Bewusstsein. Warte. Heißt das, die Wissenschaft hat mal gesagt, weiße Menschen sind besser? Ich dachte, die Wissenschaft irrt sich nie. Also, was ist hier los? Kann es sein, dass die nicht so ganz unfehlbar ist, wie immer alle sagen? Naja, die aktuelle Wissenschaft... stellen die als unfehlbar dar. Also. Ach so, aber die war ja damals auch die aktuelle Wissenschaft. Hm, spannend. Nee. 3 Schädelvermessungen später. Oh, wir haben uns gehört. Ach nee. Aber ich bin gespannt, wo die jetzt hinwollen mit dem Punkt tatsächlich. Also. Mach mal weiter. Ist sein Fort. Aus biologischer Sicht gibt es keine Menschenrassen. Wenn man von Schwarzen redet, von Weißen redet, von Latinos redet, ist ein sozialanthropologisches Konstrukt. Das Philetische Museum der Universität Jena. Ortstermin mit dem Archäogenetiker Johannes Krause. Ernst Haeckel, der deutsche Charles Darwin, leitete den Namen des Hauses von der Phylogenese, also der Stammesgeschichte, ab. Bei der Erfindung der Menschenrassen hat die Wissenschaft eine unrühmliche Rolle gespielt. Es ist Unsinn, wenn man das Verhalten eines Menschen mit dem Aussehen eines Menschen verknüpft. Wir sind ein sehr komplexes Potpourri. Und unser Verhalten wird durch viele Gene gesteuert. Ist sehr komplex und wird hauptsächlich beeinflusst durch Sozialisierung. Ich mag, dass da die ganze Zeit so ein Affe im Hintergrund stand. Also der Punkt ist, glaube ich, mit diesem
was sie da sagen, alles ist ein Konstrukt. Naja, aber dann, ja, wo wollen wir denn dahin? Also natürlich, irgendwie müssen wir uns die Welt einordnen. Das ist ja klar. Also was soll das? Ja. Jetzt können wir mal sagen, irgendwelche Konstrukte sind nicht so gut wie andere Konstrukte. Ja, geil. Toll, aber das wird ja immer wieder neu ausgehandelt. Also ich sehe den Punkt hier nicht so wirklich. Die werden sich jetzt hier extrem an dem Begriff Rasse abarbeiten. Also das ist. Denkst du, ja? Ja, natürlich. Es wird jetzt die ganze Zeit darum gehen, dass Rassen kann man ja bei Tieren unterscheiden, aber nicht bei Menschen, weil Menschen sind sich so ähnlich und ich denke, jetzt wird alles dieses Biologie-Thema angerissen. Vielleicht kann ich hier kurz mal eine Definition vorlesen, die ich mal schnell gegoogelt habe. Aus dem Kompaktlexikon der Biologie. Rassen sind Populationen einer Art, die sich in ihrem Genbestand, in Klammern Allelenbestand und Genpool, und damit auch in ihrer Merkmalsausprägung, in Klammern phänotypisch, von anderen Populationen derselben Art, in Klammern Spezies, in einem Ausmaß unterscheiden, das eine taxonomische Abtrennung und damit Belegung mit einem eigenen Rassennamen rechtfertigt. Ja, und das klingt hier so wischiwaschi, oder? Was heißt denn die Abtrennung? Also das legt ja dann jeder irgendwie fest, oder was? Nee, was ich jetzt hier aber rauslese, ist erstmal, Rassen sind Populationen einer Art, die sich in ihrer Merkmalsausprägung unterscheiden. Und das wird hier phänotypisch hervorgehoben. Und das ist ja dann nun mal so bei Menschen. Ich meine, das ist ja offensichtlich, dass Menschen sich phänotypisch unterscheiden. Ich meine, die einen haben schwarze Haut, die anderen weiße Haut. Also. Aber es muss ja irgendjemanden geben, der sagt, dass dieser Unterschied ist jetzt soweit ausreichend, um zu sagen, ne, das ist jetzt eine eigene Rasse. Ja, also es gibt dann schwarze Leute, braune Leute, weiße Leute, was weiß ich nicht, ne? Oh Gott. Da müsste ja irgendjemand sagen, und das ist auch gut so. Ja. Und das ist ja wieder das, also der Mensch legt alle Grenzen fest. Wer soll es denn sonst machen? Ja, eben. Also selbst hier in dieser, ich lese mal die Definition noch weiter vor, selbst hier kommt dann so ein Ja-Aber-Ding. Also die einen machen das so, die anderen so. Hier steht, die Definition zeigt, dass die Abgrenzung von Rassen nicht streng festgelegt werden kann. Manche Systematiker trennen bereits Rassen, wenn mittels statistischer Verfahren Unterschiede zwischen verschiedenen Populationen ermittelt werden können. Könnte man jetzt zum Beispiel über das Thema eben Aussehen oder IQ reden, das ist ja statistisch ermittelbar. Ja. Andere erkennen eine Rasse erst an, wenn jedes Individuum diagnostisch zugeordnet werden kann. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Naja, da müsste ich zum Beispiel in dem Sinne sagen können, das ist eindeutig ein Schwarzer, das ist eindeutig ein Weißer. Und dann kommen halt die uns jetzt mit Mischethnien, weißt du? Ich meine, es gibt ja auch gemischtrassige Kinder und all sowas. Ja klar, in jedem Kriterium, das sind ja nicht mal Zwillinge. Also selbst bei Zwillingen hast du Unterschiede. Das ist so, also der letzte Punkt war jetzt Bullshit in meinen Augen. Ja, und dann als Kompromiss hat sich die sogenannte 75%-Regel bewährt. Oh, danach dürfen Teilpopulationen einer Art dann als Rasse mit einem eigenen Namen belegt werden, wenn mindestens 75% der Individuen einer Population für Individuen anderer Populationen der Art unterscheidbar sind. Und das ist doch für mich 100%ig gegeben. Ich schaue mir jetzt zum Beispiel das Land Togo an. Und ich mache das mal so familienduellmäßig. Wir haben 100 Leute gefragt. Ich kassiere dort 100 Leute ein. Also 100, bei 100 Leuten, die ich auf der Straße begegne, schreibe ich oft, sind die schwarz oder weiß. Also das ist ja wirklich das allersimpelste Unterscheidungskriterium überhaupt, das Aussehen. Ja. So, und dann mache ich dasselbe, 100 Leute in, na gut, Hamburg ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, sagen wir mal in Prag. Ja. sagen wir mal in der Tschechei in Prag. Ja. So, und dann würde ich doch mindestens 75% der Individuen einer Population von 75% der anderen unterscheiden können. Also ich erwarte doch, mindestens 75 Schwarze in Togo zu treffen und mindestens 75 Weiße in Prag. Und dann ist das nach der Definition hier aus dem Lexikon Biologie, ist es dann Rassenunterschied. Also hat man es dann mit verschiedenen Rassen zu tun? Ja, also finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also schon allein deswegen, weil da ist ja noch keine Wertung erfolgt. Es ist einfach nur, da gibt es einen Unterschied. Und das ist ja das, was diese Leute immer nicht verstehen wollen. Sobald du sagst, da gibt es eine andere Rasse, du tust den irgendwie minder bewerten. Ja, das ist ein Schwarzer und in deiner Welt ist es deswegen irgendein Untermensch.
so ein Blödsinn. Es ist halt einfach nur anders. Meine Frage. Ja, das ist was ganz wichtig, dass du das sagst. Ganz wichtig, genau. Zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt verschiedene Hunderassen, dann sagt man ja nicht, eine Rasse ist besser als eine andere. Man sagt einfach, es gibt verschiedene Hunderassen, die sind durch bestimmte Merkmale voneinander unterscheidbar. Durch Körperbau, ja. durch Persönlichkeit. Ich meine, man kennt das bei Hunden. Die sind auch, haben auch eine unterschiedliche Persönlichkeit. Ja, tatsächlich, ja. All solche Sachen. Und jetzt bei Menschen soll das falsch sein. Und ich komme deshalb darauf zu sprechen, also ich wette, dass das jetzt hier der Punkt wird, weil zum Beispiel Franz hat, die sprechen ja schon gesagt, die Erfindung der Menschenrassen, die Erfindung der Rassentheorie oder irgendwas geht auf die und die Wissenschaftler zurück. Also wäre das erst erfunden worden, weißt du? Das ist das nichts, was gilt bei Menschen. Genau, das hat sich eh eine Aussage. Ja, und vor allem eben wieder mit diesem, naja, ich sag mal, diesem Sklaven-Narrativ, was hier schon der wie heißt der, Karim irgendwas? Ich habe leider seinen Namen vergessen. Ja, der auch nie im Automat seine Armbandkette gefunden hat. Genau, der Wissenschaftler Lenz. Der bringt dann natürlich jetzt hier dieses Narrativ auf den Tisch. Ja, das haben die sich erfunden, weil die mussten ja einen Legitimationsgrund finden, um andere versklaven zu können. Weißt du? Und dann haben die sich das ausgedacht. Das gab es nicht schon vorher, dass man einfach ganz natürlich zwischen Menschen unterscheidet, wie man zwischen Tieren unterscheidet, nach dem Aussehen, sondern das haben die sich deswegen ausgedacht. Aber gut, also, jetzt haben wir wirklich lang geschlafen. Ich muss mal eine Lanze für ihn brechen. Das gab es ja tatsächlich, diese Legitimationserklärung. Ne? Es wurden ja nicht umsonst irgendwann mal Schädel vermessen und so. Also sowas kann natürlich ins Abstruse abgleiten, wenn man dann Wertung vornimmt. Logisch, ja. Natürlich, genau. Und du sagst das ganz richtig. Bei dem Begriff Rasse ist aber nicht eine Wertung eingeschlossen. In unserer Welt, in ihrer Welt ist das schon Rassismus. Naja, aber ja, und in der Welt vom Lexikon Biologie, genau, da ist das erstmal wertungsfrei. Ja, dieser Artikel wird gerade überarbeitet, pass auf. Okay, mach mal weiter. Ja. Es gibt sicherlich Menschen, die quasi von Natur aus einen Gensatz mitbekommen, der ihnen bestimmte Eigenschaften vielleicht besser zuspielt als andere. Aber die sind nicht gehäuft in bestimmten Teilen der Welt. Es gibt intelligente und dumme Menschen überall auf der Welt. Oh, wow, wow. Jetzt sind wir aber bei der IQ-Geschichte tatsächlich, oder? Ist das dämlich. Ja, es ist wirklich dämlich. Also, ach Gott, mach du erstmal also weiter. Dem würde ich ja wirklich widersprechen. Also, ja, knallhart muss man da widersprechen. Diese Papua-Neuguineen oder wie die heißen, mit ihrem IQ von 60 oder sowas? Ja, natürlich ist da gehäufte, Dummheit da. Ja. Ja, es ist halt so. Also. Die sind halt dümmer als irgend so ein Menschenaffe. Ja, das ist jetzt erstmal so. Meine Fresse, was ist jetzt los? Auch hier mache ich mal wieder eben auf Quellenmongo. Ich verweise da zum Beispiel auf das Buch IQ and the Wealth of Nations von Richard Lynn. Ja, so ein rechter Schwurbler wieder mal. Na, das ist ein Psychologe, wenn meines Wissens. Ach ja, Psychologe und ja, genau, ein Psychologe. Genau. Ja. Und der hat halt IQ-Forschung betrieben. Also wie ist der IQ wo? Und ja, bei Deutschland ist er halt um die 100. In Asien ist er dann so bei um die 105. Also China ist, glaube ich, hier als 106 dargestellt. Ja. Und in Afrika ist er dann eben teilweise sogar an die 60. Und man muss es nun mal leider so sagen, so hart wie es klingt, in Deutschland gilt man meines Wissens als geistig behindert mit einem IQ unter 60. Ich kann das nochmal schnell googeln, ehe ich hier Scheiß erzähle. Ich glaube, unter 80 war man darf man das noch sagen, behindert? Irgendwie so um den Dreh. Hier, ja genau, Experten sprechen bei einem IQ von 70 bis 85 von einer Lernbehinderung. Bei einem IQ von unter 70 von einer leichten Intelligenzminderung und ab einem IQ von unter 50 von einer mittleren bis schweren geistigen Behinderung. Okay, unter 50. Also, aber da müssen wir zumindest konstatieren, dass die Leute hier in Südafrika, die alle so um die 60 rumspüren, die sind dann bei einer leichten Intelligenzminderung. Ja. Also auf jeden Fall. Und er will uns jetzt verkaufen, ja, kluge und dumme Menschen gibt es überall. Ja, natürlich sind die klug und dumm relativ gesehen zu ihrer Gesamtpopulation. Ja. Also wenn du dir jetzt den klügsten Gambia nimmst, dann wird er... Gut, stopp. Das mir so leicht zu sagen, nicht den klügsten, aber ich sag mal einen ziemlich klugen. Also von den Extremwerten wollen wir jetzt hier mal nicht sprechen. Aber wenn du einen ziemlich klugen Gambier nimmst, dann wird er hier eher ziemlich im Mittelfeld rumschwören, wenn er Glück hat. IQ-mäßig. Und dann würden ja die Leute sagen, ja, IQ ist ja nicht alles. Ja, ja, ah, aber schade. Es ist eine wirklich verdammt gute Testgröße. Ja. Ja, wir hätten ja so viel Foliensalat machen können, aber gut,
Das ist halt unser Format. Wir hören uns das hier an, ganz unvorbereitet und sprechen drüber. Seht's ja. uns nach. Es ist jetzt auch, also ich glaube, für die Leute aus der Blase ist das jetzt in der Gesamtheit nichts Neues mit den IQ-Unterschieden und so. Also ich verweise jetzt mal, keine Ahnung, Schattenmacher oder sowas. Ne? Die haben das ein bisschen adäquater aufgearbeitet. Ja. Aber ja. diese so eine Bullshit-Sendung, ja, Junge. Uns geht es eher um die Sendung an sich, um das Kritisieren. Also was hier in Dreisat ausgestrahlt wird von unseren Gebührengeldern. Denkst du, es kommt doch irgendwie nochmal so ein bisschen Gegenwind hier vor? Ich meine, wir haben jetzt 8 Minuten von 44. Nee, natürlich nicht. Also, ich weiß nicht, ob die vielleicht noch so ein Hillbilly hinstellen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wir sehen vielleicht mal noch ein böses Gegenbeispiel, irgendwie eine AfD-Demo oder Pegida oder irgendwas. Ja, so ein Demo-Ding. Rechte, Extreme, ja. Arschstarken wieder. Und wir kommen bestimmt auch noch nach Sachsen, dann da werden Flüchtlingsheime angezündet, sowas. Ja. Na gut, machen wir weiter. Menschen, egal welche Haut- oder Augenfarbe sie haben, sind in ihrem Erbgut zu mehr als 99,9% identisch. Ja. Gut, das hat man jetzt ja schon, ne? Also darüber haben wir schon gesprochen. Das ist diese 0,01% sind halt wirklich hart relevant für alle Abweichungen. Also eben, ich glaube, da ist ja sogar die scheiß Hautfarbe mit drin. Ja, weil wir haben 50% mit einer Banane gleich. Also da machen 0,01% nun mal eben doch viel aus. Ja. Oder plastische, was hat man, 99% mit dem Affen. Und trotzdem würde keiner sagen, boah, der Affe, der zieht jetzt bei mir ein. So, ne? Das ist ja, eigentlich ist er wie ich, ne? Ja, lächerlich. Also ich hoffe, kein gesunder Mensch käme auf die Idee, Affen ernstlich mit Menschen gleichzusetzen. Also vergleichen natürlich. Vergleichen ist, man kann alles mit allem vergleichen, aber gleichsetzen, die sind nicht gleichzusetzen. Genau. Und trotzdem hält sich hartnäckig bei vielen die Überzeugung, man könne seinem Gegenüber gute wie auch schlechte Eigenschaften an der Nasenspitze ansehen. Mhm. Woher kommt diese Vorstellung? Der Archäogenetiker Johannes Krause trifft im Museum auf den Zoologen Martin Fischer. Er hat den Lehrstuhl des berühmtesten deutschen Zoologen inne, Ernst Haeckel. Ernst Haeckel war ein unverbesserlicher Rassist, der von der Überlegenheit der weißen Rasse überzeugt war und mit seinen Schriften eine Grundlage für die Rasse. Ich finde, der sieht schon wieder übelste Chat aus hier angestrahlt. So Chat, wenn er in Rente geht, weißt du? Ja, ist eigentlich noch so eine Chat-Meme-Musik hier einblenden bei dem Bild. Er war der übelste Rassist. Meme-Musik. Listen, son. Ich bin jetzt gespannt, wie sie das entschärfen wollen, dass er immer noch der führende Forscher war, ne? Mhm. Theorien der Nazis geschaffen hat. Ah, Nazis, alles klar. Ernst Haeckel hat die gesamte Menschheit unterschieden in Schlichthaarige und Kraushaarige. Ohne zu versäumen zu sagen, dass die Kraushaarigen natürlich auf einer tieferen Stufe der Menschheit stehen geblieben seien. Ja, aber das war doch auch die Wissenschaft. Also, stimmt das nicht? Vielleicht sollten diese ganzen lustigen Leute von heute. Also, ich habe jetzt den Podcast, den du mir letztens empfohlen hast, mal zugehört und. Avengers. von Kaspar Kapp. Ja, klar. Und da war das ja im letzten Drittel die ganze Zeit. Also, die Wissenschaft sagt ganz klar, die Wissenschaft ist sich einig und dies, das. Ja, Mensch, also vor 70 Jahren war sich die Wissenschaft auch über viele Sachen einig, wo wir heute sagen, Jungs, Mädels, was war das? Vielleicht sollte man da jetzt nicht immer unbedingt bedingungsloses, blindes Vertrauen einlegen. Ja, darum geht es denen ja hier sogar. Also ich finde, du machst da ein bisschen einen falschen Vergleich auf. Aber findest du, okay. Ja? Naja, weil darum geht es denen doch die ganze Zeit zu sagen, eben der Wissenschaft wollen sie gerade in dem Punkt nicht vertrauen. Weißt du? Und das jetzt... Ja, ich wollte das jetzt. Wissenschaft richtig ist. Ja, aber das ist doch ein Widerspruch in sich. Also, weißt du, wenn du. Sehe ich gar nicht so. Die moderne Wissenschaft ist halt richtiger als die alte. Ach so, jetzt, die ist jetzt Gott, alles klar. Ja, die hört sich nie, alles klar. Die aktuelle Wissenschaft. Mhm. Ah, ich sehe natürlich, worauf du hinaus willst, dass auch damals die Leute gesagt haben: Naja, das ist jetzt hier die Wissenschaft und das muss stimmen. Ja. Genau, das ist mein Punkt. Ja. Damals aber darum geht es halt denen leider nicht. Also du weißt ja, wie die da drauf sind, die Linken. Also da geht es nicht um, ja, wie soll ich sagen, um Prinzipientreue oder so. Man argumentiert halt für das, was eben gerade in den Kram passt. Hm.
Das wissen die ja auch selber, ja. In den Katakomben des Museums finden sich alte Exponate zwischen fossilen Knochen und ausgestopften Tieren. Zum Beispiel eine Schautafel, die Menschen nach Haartypen in Rassen einteilt. Ein Stück lebende Geschichte von einem sehr abgründigen Rassismus. Auch wissenschaftlich. Haltlos, sinnlos. Hast du das gerade gehört, als er das so dieses Exponat gezeigt hat? Das klingt jetzt erstmal nicht falsch. Hast du das gehört? Ja, das habe ich gehört. Das war spannend. Das war spannend, weil, und man muss halt, wie gesagt, nochmal dran denken, dass, was er uns hier zeigt, das wurde wahrscheinlich vor 200 Jahren oder so betrieben. Klarten die da auf nee, andere. Nee, zur Nazi-Zeit, also. Stopp. Er hat den Nazis damit Stoff gegeben, hieß es, aber er wird wahrscheinlich sogar noch vorher sein. Ich wette, der Ernst Haeckel hier, der wird so, ach, ich google das einfach schnell. Mal, ich hätte so gedacht, der wäre so ein Nazi-Wissenschaft-TM-Typ gewesen. Ja, von 1861 bis 1849 hat er gelebt, also okay. Ist er tatsächlich ein bisschen später zu verorten, als ich dachte, aber auf jeden Fall so in diesem 19. Jahrhundert denken. Ja, du hast recht, er wird ihm dann den Unterbau geliefert haben. Genau, ja. Genau. Da war ja das ganze Rassenthema so groß im 19. Jahrhundert. Also, warum ordne ich das überhaupt? Ja. Die Entwicklung des Menschen ist über 7 Millionen Jahre alt. Und auf dem langen Weg zum modernen Menschen, dem Homo sapiens, kurz Stopp. Gab es... Ja? Vielleicht ist es ein bisschen albern, dass wir immer auf dieselben Punkte eingehen, aber zum Beispiel dieser Satz, warum ordne ich das überhaupt? Naja, warum soll man es denn nicht ordnen? Weil ich meine, das ist nun mal Wissenschaft, dass man irgendwie versucht, Dinge zu klassifizieren und Unterscheidungen zu treffen und all solche Sachen. Also darum geht es auch letztlich in der Biologie. Ja, ich glaube, der Punkt war, dass das in seinen Augen eine Schwachsinnsordnung war. Ist schon ja. Klar, aber ist okay. Ich finde, ganz so dämlich ist das gar nicht. Also wenn das nun mal unterscheidbar ist, klar ist das nicht der Weisheit letzter Schluss, offensichtlich. Ja. Da gibt es noch viele andere Merkmale, aber und es ist eins von vielen. Wenn es so dämlich wäre, wie sie das so darstellen, dann könnte man das ja wunderbar nehmen, um es den anderen, diesen Rassisten vor die Füße zu schmeißen, wie dumm es doch ist. Ne? Also wenn da nichts Wahres dran wäre, wenn das wirklich so eine zufällige Einordnung wäre, dann ist das doch das perfekte Beispiel, um zu sagen, ja guck mal, also selbst genau. Der deutsche Hans Otto hat krause Haare oder was weiß ich jetzt, ja, was ja. Jetzt ja der Punkt war. Ja, also weiß jetzt nicht, wo die da hinwollen. Nee. Gut weiter. Es gibt immer wieder verschiedene Populationen der Gattung Homo. Zuletzt den Denisova-Menschen und den Neandertaler. Vor etwa 40.000 Jahren wanderten Menschen von Afrika nach Europa aus. Und bis vor rund 5.000 Jahren waren Menschen auf dem europäischen Kontinent schwarz. Und wir sind näher verwandt. Oh, jetzt bin ich gespannt, also ob die diese neuesten Erkenntnisse hier reinbringen. Mit den Neandertalern und dem... Genau, ja. Diese Jenseits-von-Afrika-Theorie hier, die sie aufmachen, also diese Out-of-Africa-Theorie, die ist ja tatsächlich die letzten Jahre in Kritik geraten. Also, dass es so doch gar nicht sein kann, dass alle Menschen wirklich safe von Afrika kommen. Willst du da ein bisschen mehr? Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen? Also, das habe ich jetzt auch schon gehört, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass diese weiße, ich sage jetzt mal Rasse, eigentlich ein Konstrukt oder was, Entschuldigung, nicht Konstrukt, sondern so ein Produkt ist davon, dass sich der Homo sapiens mit dem Homo Neandertalus oder wie das genau heißt, ein bisschen gepaart hat. Ah, ich verstehe, was du meinst. Ja, hast natürlich also, recht. So hatte ich das zumindest verstanden und dass deswegen halt weiße Leute entstanden sind. Und da bin hast ich jetzt gespannt, ob die jetzt das aufgreifen. Ich glaube nicht. Meint mit Ostafrikanern? Als Ostafrikaner mit Westafrikanern. Der einzige Unterschied hier ist, dass die heutigen Europäer, Asiaten, Australier in ihrem Genom auch ein bisschen DNA von Neandertaler haben. Weil wir uns auf dem Weg aus Afrika mit Neandertalern fortgepflanzt haben, Kinder gezeugt haben. Ah, also doch, okay. Interessant. Spannend, dass Sie das sagen. Ja, das ist gut. Ja. Ich fand es natürlich wieder ein bisschen rassistisch, dass er von Westafrikanern und Ostafrikanern gesprochen hat. Ja, es gibt doch keine Unterscheidung, ist doch alles das Gleiche. ArchäogenetikerInnen auch in sehr alten Fossilien. Jetzt ändert sie doch. Boah, das ist krass. Diese Unterkiefer sind wahrscheinlich mehr als 7000 Jahre alt und stammen aus Deutschland, aus Mitteldeutschland. Und dabei handelt es sich wahrscheinlich um Jäger und Sammler. Unter anderem wollen wir herausbekommen, wie der Phänotyp dieser Menschen war. Das heißt, wie sahen die aus? Was hatten die für eine Hautfarbe? Was hatten die für eine Augenfarbe? Der komplette Bausatz eines Menschen, sein Genom, besteht aus über 3,2 Milliarden Buchstaben,
darunter die vier Nukleinbasen A, T, G und C, die unsere DNA ausmachen. Mittlerweile sind Millionen vollständige Genome unterschiedlichster Menschen entschlüsselt worden. 99,9% aller Mitteleuropäer haben hier an der Stelle einen T. Wenn ich das T nicht habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich keine helle Hautfarbe habe, sondern dunkle Hautfarbe. Tatsächlich hat diese 7000 Jahre alte Frau diese Mutation noch nicht, sondern sie scheint immer noch die Farbe zu haben, die dunkle Hautfarbe, die ja für uns Menschen der ursprüngliche Typ war. Und bis vor 7 oder 8000 Jahren waren wir hier in Mitteleuropa noch dunkelhäutig. Das heißt, wir Also Sie widersprechen sich jetzt gerade in Ihrem Eingangszählt mit den 99,9%, ne? In der laufenden Sendung. Da ist diese eine Nukleinsäure im T-Bereich, die anders ist. Also Sie sagen selber, es reicht, wenn an einem Rad gedreht wird und alles ist komplett anders. Ach so, ich weiß, was du meinst, ja. Also lächerlich. Ja. Wir sind jetzt übrigens bei exakt einer Stunde. Boah, wir haben Viertel geschafft, also ich denke, es wären 4 Folgen. Ja, aber irgendwie ist es schon interessant, also das gibt auf jeden Fall krasses mit, diese Reportage, das muss ich schon sagen. Ja, das macht mir auch Spaß, tatsächlich das zu schauen, nach all der Werbung in letzter Zeit. Ja, und diesen zeitgeistigen TikTok-Clips. Ja, ich würde sagen, das passt eigentlich gut, Minute 12, oder? Kann man sich gut merken? Ja, vielleicht machen wir es so, dass wir jetzt hier erstmal Schluss machen. Wir wollen ja die Folgen für euch immer so eine Stunde halten. Ja. Ich denke, das ist einfach ein gutes Format. Wir haben uns das halt so zum Ziel gesetzt, dass wir jetzt nicht solche Ewigkeiten Streams machen, sondern lieber kurze Folgen. Deswegen, ja, lassen wir hier cutten. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke fast, die Mehrheit wird diese Dokumentation nicht kennen. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei Teil 2. Arti, Tom, Entschuldigung. Ich habe dich jetzt mehr oder weniger zitiert. Tom, hat mir viel Spaß gemacht heute mit dir. Und ja. Mach's gut, Arti. Und gut, macht's gut, Zuschauer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.